Energy Voices, das ist die neue Podcast-Serie von der AXPO mit relevanten Stimmen zu der Energiezukunft. Heute mit dem Nico Müller. Der 20-Jährige studiert an der ETH Zürich rechnergestützte Wissenschaften und engagiert sich seit dem Anfang aktiv in der Klimastreikbewegung. Der Nico Müller ist Gast bei der Karin Frey. Wir wollen eine Veränderung, es ist Zeit für eine Veränderung. Und nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt fängt es an und wir sind hier. Die Jugend geht auf die Strasse, kämpft für eine bessere Zukunft und hat mit der Klimabewegung weltweit etwas in Gang gesetzt. Sie, Nico Müller, sind mitten in dieser Klimabewegung drin. Gibt Ihnen das eigentlich Hoffnung oder schauen Sie als junger Mensch mit diesen Aussichten eben doch eher in eine düstere Zukunft? Es sind ganz sicher sehr gemischte Gefühle. So. Auf der einen Seite sieht man, was man für Massen kann mobilisieren und wie viele Menschen auch bereit sind, für eine klimagerechte Zukunft einzustehen. Auf der anderen Seite sieht man auch, gegen was für eine träge Politik man da aufläuft und wie wenig so grosses Engagement am Schluss wirklich auch verändert. Also ja, durchaus beides. In der Schweiz sind die Jugendlichen seit Dezember 18 regelmässig auf der Strasse. Wie sind Sie selber dazu gekommen? Auch im Dezember 18. Ist schon lustig. Eigentlich beim allerersten Klimastreik ist völlig normal, einfach eine Mobilisierungsnachricht durch unseren Klassenchat durch. Es gäbe einen Schulstreik fürs Klima am nächsten Tag. Ich habe mich gefragt, was das ist und hat mich Wunder genommen. Ich habe vorher nie davon gehört. Ich habe auch vorher nichts von der Greta Thunberg gehört. Und habe aufgrund von dieser Mobilisierungsnachricht mich ein bisschen schlau gemacht, was in anderen Ländern überhaupt schon gelaufen ist und bin total begeistert gewesen. Dann an die erste Demo gegangen und das hat mich dann völlig reingezogen in die Bewegung. Aber das Thema hat dich vorher schon interessiert, oder? Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon, aber nicht so besonders. Also ich bin schon politisch interessiert gewesen, aber Klimawandel ist nicht so das eine Thema gewesen für mich, wie es vielleicht jetzt ist. Also durch die Bewegung bin ich überhaupt erst dazu gekommen, mich mit dem Thema tiefer auseinanderzusetzen, mehr Artikel dazu zu lesen, mehr Wissen anzueignen. Haben Sie das Leben verändert? Ja, ja. Wie? Also nur schon von der Zeit, wie ich die verbringe. Also so das Engagement in der Organisation des Klimastreiks ist unglaublich zeitintensiv und so. Also ich habe die Hälfte von meinem Zwischenjahr, wo ich jetzt hinter mir habe, für die Bewegung investiert. Also das ist ein ziemlich fundamentaler Wandel. Und natürlich auch so im persönlichen Konsum achtet man auf ganz andere Sachen. Jede Zeit hat Ihre Jugendbewegung, Waldsterben, Atomdemos, Zürich brennt. Viel davon ist nicht geblieben. Was macht die Klimabewegung anders? Ich glaube, wir sind außerordentlich gut organisiert und strukturiert. Anders als vergangene Bewegungen. Das kann ein Vorteil und ein Nachteil sein. Der Nachteil ist, dass man vielleicht zu schnell in so eine Institutionalisierung hineingeht, sich zu fest als Organisation sieht, zu wenig als Bewegung. Aber das macht einem halt auch widerstandsfähig, so man bleibt länger da. Die Klimabewegung hat viele Freunde. Viele unterstützen ihre Ziele. Es ist gewachsen wie verrückt. Und trotzdem gibt es auch Stimmen, die warnen. Zum Beispiel der Jürg Grossen, Nationalrat der Grünliberalen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass mit allzu extremen Aktionen dann man natürlich auch viele Leute, die ein bisschen in der Mitte stehen, dann auch verliert, weil sie dann sagen, ja, aber das ist mir zu radikal, das geht zu weit. Wo sind für Sie die Grenzen der Radikalität? Also ich denke, die Grenze ziehe ich ganz klar allerspätestens bei der Gewaltlosigkeit. Also das muss es unbedingt bleiben, gewaltloser Protest. Aber eigentlich alles draussen herum finde ich in dieser Situation vollkommen angemessen. Also wir haben es mit dem grössten Problem von unserer Zeit zu tun, mit dem grössten Politikversagen von unserer Zeit. Und da ist eigentlich innerhalb von dem Rahmen fast keine Aktion radikal genug, um auf das aufmerksam zu machen, um diese Veränderungen zu erzwingen oder ja, herbeizuführen. Fühlt ihr euch ernst genug? Nein, nicht wirklich, nein. Warum? Also ich finde es beängstigend anzuschauen, wie man kann monatelang mit Zehntausenden von Menschen immer und immer wieder protestieren. Schülerinnen und Schüler, die die Schule streiken, weil sie Angst haben um ihre Zukunft. Und alles, was dabei rauskommt, ist so ein minimal besseres CO2-Gesetz wie vor einem Jahr. Das ist schon nicht wirklich das, was man sich erhofft, oder? Von so einer Massenbewegung, wie sie die Schweiz sehr selten gesehen hat. Das CO2-Gesetz, das hat viel zu reden gegeben. Das hat 3 Jahre lang gedauert, hat man darum gerungen, bis das endlich gekommen ist. Und dann haben Sie zum Beispiel in der Presse Folgendes gesagt.
Tatsächlich genügt das CO2-Gesetz aktuell nicht einmal, um das an sich schon verheerend tief gesteckte Ziel des Bundesrates von Netto-Null Treibhausgasemissionen bis 2050 zu erreichen. Ja, das ist es so. Das ist leider eine unangenehme Tatsache. Also, dass sich der Bundesrat und das Parlament, dass sie sich Ziele setzen, aber die nicht einmal einhalten mit der Politik, die sie machen. Und ja, Netto-Null 2050 ist halt einfach nicht vereinbar mit dem 1,5-Grad-Ziel vom Pariser Abkommen. Es hält unser CO2-Budget nicht ein. Es ist in dem Sinn eigentlich ja, ein unrealistisches Ziel, wenn man so will. Jetzt ist gegen das neue CO2-Gesetz ein Referendum lanciert. Die SVP, die Erdölvereinigung, die Brennstoffhändler, die Autoverbände. Und dann kommen ihr, die auch noch dagegen sind, die Aktivisten vom Klimastreik. Eine unheilige Allianz, die ja schon ein bisschen wehtun muss, oder? Also zum einen es ist ja nicht die ganze Klimastreikbewegung, die hinter dem Referendum steht. Es sind einzelne Regionalgruppen, ein paar vereinzelte aus der Westschweiz. Es ist eigentlich auch eine Minderheitsposition im Klimastreik, aber ich kann eigentlich gewisse Beweggründe durchaus verstehen. Konkret? Also es besteht durchaus die Angst, dass das sehr schwache CO2-Gesetz als Ausrede benutzt wird, um sich nachher darauf auszuruhen, um weitere politische Veränderungen rauszuschieben, weil man halt sagt, ja, wir haben ja jetzt das Gesetz, wir müssen erst mal schauen, wie sich diese Massnahmen konkret ausspielen, was da passiert, und dann schauen wir weiter. Und die Zeit haben wir einfach nicht. Und da besteht halt die Angst, dass wenn wir das Gesetz jetzt verabschieden, dass es sehr lang bei dem Stand bleibt. Aber jetzt, ich persönlich sehe das Referendum auch nicht als einen guten strategischen Schritt und würde das jetzt auch selber nicht unterstützen. Weil es vor allem die breite Front für Klimagerechtigkeit teilt. Also es stellt uns als Klimabewegung oder Teil von der Klimabewegung gegen andere Umweltorganisationen, die eigentlich sonst zu unseren Verbündeten zählen. Ja, es spaltet eigentlich am falschen Ort, nicht dort, was sollte. Jetzt ist ja tatsächlich ein Problem, dass Mühlen in der Politik oder eben in einer direkten Demokratie, wie wir sind, die malen langsam. Und wenn man dann in den Debatten ist, dann werden durchaus gerechtfertigte Anliegen ab und zu auch noch zentzogen. Oder es wird zumindest korrigiert. Was sind die Hoffnungen für die Zukunft? Was wird kommen? Wir haben das junge Leute auf der Straße gefragt. Die Politik handelt aus meiner Sicht viel zu langsam. Ich setze meine Hoffnungen eher auf Initiativen im Bereich Cleantech, hoffe allerdings, dass wenigstens einige Länder die Rahmenbedingungen so setzen, dass es sich lohnt, in diesen Bereich zu investieren. Ich habe das Gefühl, da muss sehr etwas Schlimmes passieren, damit wir alle anfangen, richtig umzudenken und das Zeug, die neuen Energieformen, die neuen Möglichkeiten, die wir haben, die wir schon lange hätten, die da sind, auch wirklich umzusetzen. Die letzten 100 Jahre haben so viele grosse Veränderungen und Auswirkungen auf unser Klima gehabt, dass ich mir mit unseren heutigen Innovationen wie nicht vorstellen kann, dass wir das so schnell wieder langsamer machen können und dass in den nächsten 100 Jahren dann besser aussieht. Perspektiven sind mässig grossig, Nico Müller. Wie würdet ihr denn so ein System Dampf machen? Inhaltlich, aber auch zeitlich. Ich glaube, wenn ich eine gute, abschliessende Antwort auf die Frage hätte, dann wäre vieles sehr einfacher, dann wären wir heute am anderen Punkt. Ich glaube, da muss man ganz viele Ansätze parallel verfolgen. Es gibt Ansätze von einem speziellen Klimarat, wie es zum Beispiel ein Vorstoss von Balthasar Glättli im Parlament fordert. Man kann natürlich auch probieren, immer konkrete Veränderungen in der Gesellschaft selber zuerst umzusetzen, weil Politik und Gesellschaft beeinflussen sich gegenseitig sehr stark. Und wenn man zeigen kann, dass etwas an einem Ort funktioniert, dann ist es vielleicht auch viel einfacher, auf politischer Ebene das Gleiche zu verändern. Also das heisst, mit gutem Vorbild vorangehen? Unter anderem, ja, sicher. Das braucht aber Zeit. Kommt darauf an, es lässt sich alles recht beschleunigen, denke ich, wenn man will und wenn man sich der Dringlichkeit bewusst ist. Jetzt will die Klimabewegung drei Sachen. Klimagerechtigkeit, Klimanotstand ist ein Stichwort und das andere ist netto null, also null Treibhausgasemissionen bis im Jahr 2030. Jetzt bekommen wir Unterstützung auch aus der Wissenschaft. Die ETH-Energiewissenschaftlerin Leonore Hell sagt zum Beispiel, die Fakten zur Klimakrise sind klar und die technischen Lösungen existieren. Auch die notwendigen politischen Massnahmen sind zu einem grossen Teil bekannt. Nimmt mich natürlich schon ein paar Wunder. Ich hätte gerne Einblick in die Aktionsstrategie.
Also einen umfassenden Einblick bekommen Sie ganz sicher Anfang Januar. Wir planen dann den Plan zu veröffentlichen. Wir haben eigentlich schon vorher rausbringen, schon lange, aber es zieht sich halt einfach hin. Es ist unglaublich für den Inhalt, also ein mehrere hundert Seiten Plan zur Klimapolitik. Aber ich glaube, wir können das Versprechen einhalten, dass die technischen und politischen Lösungen durchaus da sind. Sie reden schon wie ein Politiker. Tut mir leid. Eins, zwei Beispiele, ganz konkret. Also ja, vielleicht gerade konkret zu der Energiepolitik und so schlagen wir zum Beispiel eine Solarpflicht vor, dass geeignete Hausdächer eine Solaranlage installieren müssen. Das ist eine sehr einfache, pragmatische Massnahme, die unglaublich viel zusätzlichen CO2-neutralen Strom kann produzieren kann, der uns erlaubt, unser Energiesystem zu dekarbonisieren. Das wäre eine Massnahme, die sicher ambitioniert ist, aber auf eine Art auch realistisch. Oder? Das wäre auch nicht eine neue Anforderung. Die Schweiz kennt schon ähnliche Regulatorien mit der Bunkerpflicht zum Beispiel aus dem Zivilschutzgesetz. Also das zweite Beispiel ist auch immer, möglichst schnell sämtliche Investitionen aus fossilen Energien und aus fossiler Infrastruktur abzuziehen. Also es keine neuen Investitionen in Kohle, Öl oder Gas und keine neuen Verbrennungsmotoren, keine neuen Ölheizungen. Das so früh wie möglich abklemmen. Die beiden anderen Stichworte, Klimagerechtigkeit und Klimanotstand. Können Sie dort noch kurz erklären, was genau gemeint ist damit? Also der Klimanotstand ist einfach generell die Forderung, die Klimakrise auch als solche anzuschauen und auch als solche zu behandeln, dass es halt eine Notsituation ist, die oberste Priorität muss haben, die man nicht locker lässt, bis sie gelöst ist. Das hat leider nur so mäßig funktioniert. Die Kantone und Städte, die den Klimanotstand ausgerufen haben, bei denen ist eher symbolisch geblieben. Und Klimagerechtigkeit besteht für mich ganz zentral zum einen aus Verursachergerechtigkeit. Ein fundamentales Prinzip, das ja auch in der Verfassung verankert ist, dass die den Klimawandel verursachen, auch die Folgen und die Verhinderung vor allem von den Folgen finanziell ertragen. Und zum anderen, dass durch Klimaschutz bestehende Ungleichheiten nicht weiter vergrößert werden. Also man darf nicht ein Problem lösen, indem man neue Probleme erschafft. Klimakrise als Krise akzeptieren, da haben wir jetzt einfach als Pech gehabt, dass Covid gekommen ist und plötzlich redet alles von dem Virus und nicht mehr vom Klima. Wenn man das ein bisschen auf die längere Sicht anschaut, kann man sagen, jawohl, der Klimadiskurs ist verdrängt worden. Oder ist es vielleicht sogar auch etwas, wo man merkt, dank Covid in Anführungszeichen, dass man eben nicht ganz so unverwundbar ist? Also zwischenzeitlich ist die Klimadiskussion sicher ein bisschen verdrängt worden, aber ich denke, es ist auch unmöglich, ein Thema über Jahre hinweg zu oberstoben auf der Agenda zu behalten. Das geht gar nicht. Und das Klima wird ganz sicher wieder kommen, weil das Problem ist immer noch da, das wird auch nicht so schnell weggehen. Und ob jetzt die ganze Covid-Diskussion positive Auswirkungen kann haben, hängt ganz davon ab, was für Lehren wir daraus ziehen. Es bietet sich zum Beispiel unglaubliche Chancen für einen grüneren Wiederaufbau von der Wirtschaft, dass man halt Kredit an Unternehmen halt auch an Klimaziel bindet und so, dass man die Flugindustrie nicht wieder aufs volle Volumen aufblasst, das sie vorher gehabt hat. Dass man das jetzt geordnet schrumpfen lassen kann, die ganzen CO2-intensiven Industrien auf eine sozial gerechte Art und Weise. Und wie hoffnungsvoll sind Sie, dass das tatsächlich passiert? Ja, ehrlich gesagt eher pessimistisch leider, aber die kleine Hoffnung besteht natürlich und für die muss man kämpfen, sonst hat man bereits verloren. Wenn wir jetzt noch von ganz konkreten Massnahmen reden, nehme ich Wunder, was haben Sie das Gefühl ist besser? Subventionen oder Verbot oder gar Bussen, weil der Mensch halt über das Portemonnaie funktioniert? Ich denke, die ersten beiden müssen zusammengehen. Verbote sind meistens die einfachste und effizienteste Art und Weise, vor allem wenn direkte Alternativen existieren. Also es sollte heute wirklich einfach nicht erlaubt sein, eine neue Ölheizung einzubauen, Wärmepumpen und so weiter sind völlig ausgereift, das macht einfach keinen Sinn. Auf der anderen Seite müssen die bestehenden Lösungen natürlich auch bezahlbar sein und da kommen Subventionen ins Spiel. Also die zwei gehen zusammen und ja, und eben so Sachen wie CO2-Bepreisung, das ist sicher ein Instrument, das man einsetzen kann, aber es ist wahrscheinlich nicht das effizienteste und auch nicht das berechenbarste im Vergleich zu Verbot zum Beispiel. Welche sind Ihrer Meinung nach die Energieträger der Zukunft? In welche Richtung geht es? Ja, eigentlich ganz klar Sonne, Wind und Wasser. Also CO2-frei und kein Atomstrom. Und das sind eigentlich die Lösungen, die übrig bleiben. Stell auch Ihnen gerne noch unsere knackigen Rapid-Fire-Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Ganz kurz. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich? Kein Öl, kein Gas, keine Kohle. Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigeren Energiezukunft? Mein stundenlanges Engagement für die Klimabewegung und meine Arbeit am Klimaaktionsplan.
Die nächste Frage weiss ich gar nicht, ob ich die einem Klimaaktivisten stellen darf. Mein nächstes Auto, Benzin oder Strom? Gar keins. Falls Sie auf der Stelle etwas könnten verändern, was wäre es? Genau der Abzug von Investitionen in fossile Energien. Ich glaube, das hat die grösste Auswirkung. Ganz herzlichen Dank, Nico Müller, für das Gespräch. Ja, danke Ihnen.